So, Delta, da habe ich wohl die erste Challenge gewonnen. Ganz easy peasy. Das war ja auch eine super einfache Challenge, muss ich dazu sagen. Ja, okay. Ich wollte ja, dass du das schön leicht hast. Ja, komm, jetzt laber nicht so viel. Was hast du denn heute für uns hier? Also diesmal ist ja unsere Gegeneinander-Challenge dran, bevor ich meine Einzel-Challenge mache. Und die ist eigentlich recht simpel. Und zwar sieht das einfach so aus, dass wir vor der Polizei wegfahren. Und wer es länger durchhält, hat gewonnen. Mhm. Ich fahre mit dem blauen Geländewagen. Ja, logisch. Ich fahre mit dem roten. Gut. Genau. Und wer die längste Zeit hatte, der hat dann quasi gewonnen, ne? Ja, würde ich sagen. Na, aber viel Chance sehe ich bei dir nicht. Ja, komm. Also ich mach 20 Minuten oder so. Großes Maul, aber nichts dahinter, würde ich mal sagen, Delta, ne? Hast du denn irgendeine geile Taktik? Polizisten finden, ne? Wo. Vorsicht, da steht ein Auto! Wer macht denn der? Der will uns anhalten! Ja, was soll er machen? Nicht aussteigen, oder? Hup mal! Oder? Ach, keine Ahnung. Ja, was habt ihr denn gemacht? Ihr habt euren Kollegen umgefahren. Ja. Das ist ja nur doof für den, ne? Jungs, ich hab nix dabei. Au. Bei mir kannst du mehr holen. Au. Von hier aus. Kollege, du hast 690 dabei? Ja, wie hattest du denn? Er hat nur einen Fuffi! Haben sie dich einfach liegen gelassen. Oh, fies, ne? So, also, meine Damen und Herren, meine Verfolgungsjagd beginnt in Kürze. Ja, hoffen wir es. Fahr rechts vorbei. Nee, rechts hier nicht, oder? Doch, noch. Aber das liegen bestimmt die Nagelbänder, oder? Doch, da liegt eins. Wo? Da lag jetzt auf dem Boden. Ah, du hast voll rübergefahren. Bist so gut, Alter. Junge, du warst ein Nagelbänder und du bist da voll dran vorbeigedüst. Alter, du hast es gar nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Hat das jetzt schon irgendwie zu meiner Zeit gezählt? Nö, ne? Gar nicht, ne? Du kannst doch nicht, wenn die Schranke aufgeht, voll durchbrettern. Weißt du, wartest, bis der die Schranke aufmacht. Ja, der schießt uns weg. Polizei! Stimmt. Raus! Ja, mach erstmal auf. Ich glaube, wir explodieren, oder? Sind beide tot? Ich würde sagen, meine Verfolgungsjagd ist noch nicht vorbei, du. Die ist doch immer. Das tut mir leid. Es ist jetzt halt so, ne? Lass man die nicht mehr looten. Jetzt habt ihr in Panama ein Auto kaputt gemacht. Du darfst die Leichen anderer nicht verunstalten. Du darfst. Hoffentlich fahren die voll rein. Ja! Oh! Moino! Hallo! Guten Tag, Jan. Morgen. Das tut mir jetzt leid. Wie, das tut dir leid? Dir tut nichts leid, Mann. Die Polizei ist einfach nur uns reingefahren. Sagen Sie mal, Jan, das tat weh. Das tat uns auch weh. Also mir geht's gut. Also ich hab irgendwas gebrochen. Meine Sandalen sind kaputt. Mensch, ich hab mich erschrocken. Auf einmal sind sie da nicht reingefahren. Oder beziehungsweise irgendwie hat gecrashed. Ja, mein schönes Auto hat... Nee, warten Sie, Beschlagnahmt. Der fährt doch bestimmt noch. Wie die Ameisen, die räumen mir alles auf. Wie alles absuchen. Lili, der fliegt denn hier noch rum? Sie haben, glaube ich, unser Auto vergessen. Was ist das denn? Was ist das? Was ist das für eine Polizei, Mann? Meinst du, das funktioniert noch? Gleich. Tot. Mann, der gibt nicht mal mehr Gas. Entschuldigung. Haben Sie zufällig ein Reparaturkit oder so? Die Polizei wollte uns nicht behilflich sein. Arschkanacken. Ja. Denkst du, ich steck mir das vorne in den Hosenschlitz? Ja, ich merk schon. Wenn man da aber auch Lust hat. Oh, da kommen die Bösen.
Sofort stehen bleiben oder ich schieße. Sofort stehen bleiben. Sofort ergeben. Ergeben Sie sich. Wir sind in der Überzahl. Herr Kriminalpolizist. Nehmen Sie die Waffe weg oder Sie sterben. Nicht ich. Der hier. Der Forza war das. Wir geben zu, dass er uns geholfen hat. Ach so, er dennoch hat sympathisieren wir nicht mit ihm. Ja, warten Sie mal, wenn Sie den nicht überfallen haben. Moment, also er hat Sie jetzt nicht überfallen. Nee. Er hat uns geholfen. Dann kann er gehen. Dann kann er gehen, wenn er. Ey! Wenn er, hallo, bist du doof oder so? Ich wollte dich gerade gehen lassen. Alles gut! Ich glaube, er hört dich nicht. Seine Waffe ist so laut. Also, da sie mich jetzt angeschossen haben, werde ich sie leider doch festnehmen müssen. Ich wollte sie eigentlich gerade gehen lassen, weil sie sagen, dass sie ihnen geholfen haben. Also hören sie auf zu schießen und gehen sie. Mit wem reden sie denn eigentlich? Ja, mit dem da hinterm Auto. Das waren seine letzten Worte. Mit dem da hinterm Auto. Guter Schuss. Guck mal da hinten. Da könntest du auch schon gleich deine Verfolgungsjagd starten. Fahr jemanden um. Oder du lootest einfach den Koffer auf. Aber die haben eh keinen. Ne, die haben Platten alle. Da kannst du nichts machen. Dein Ernst, Mann? Okay, oh. Aber ich dachte, was auf dem Boden liegt, das darf er behalten. Das sehe ich aber anders, aber okay. Aber das Käffchen da, das darf ich doch mitnehmen, oder? Ich bin ja sonst kalt. Den Taser dich, Mann. Steig ein. Wollen Sie mich jetzt abschießen? Dann setzen wir in den Fahrzeug und fahren Sie weiter. Ja, leck mich. Geil. 2 Sekunden hast du durchgehalten. Ausgang sofort. Ich habe ihn jetzt festgenommen wegen gefährlicher Beleidigung. Aber das kann ja nicht sein. Also das ist ja jetzt ein Witz, oder? Wie so ein Witz, wenn wir gehen und sagen zu mir, leck mich. Lassen Sie bitte die Sachen liegen. Also. Man, spielen Sie jetzt die beleidigte Leberwurst, oder was? Was fällt Ihnen überhaupt ein, uns zu beleidigen mit leck mich? Die leck mich. Das ist doch keine Beleidigung. So eine Aufforderung. Ich werde Ihnen jetzt ein Strafticket ausstellen wegen polizeilicher Beleidigung. Wie werden Sie bitte bezahlen? Stop. Was ist das denn? Hab mich auf den Sinn verklickt. Die Fahrzeuge sind deutlich abgeschlossen. Haben Sie sich verklickt? Was ist das denn? Verklickt haben Sie sich? Warum haben Sie sich denn verklickt? Auf Ihrem Funkgerät? So, bitteschön. Ich höre Ihr Fahrzeug für die Beleidigung. 10.000? Nee, komm. Das ist ein bisschen viel. Das ist ja nicht mein Fahrzeug. Wir haben noch eine Chance. Das ist ja ein TV-Fahrzeug. Nee, dann lassen wir uns erstmal drüber diskutieren, weil 10.000 sind ja ein bisschen viel. 10.000 habe ich nicht. Aber wenn Sie das offen stehen lassen, das ist doch... Bezahlen Sie es und Sie dürfen weiterfahren. Ja. Was, wenn ich nicht bezahlen? Was sind die Alternativen? Ja, mache ich auch. Wenn ich heute Sie müssen, auch, dann kann ich auch mal. Kann er vorher noch mein Auto reparieren? Da kommt noch ein Ticket drauf. Darauf haben Sie aber sicher keine Lust, oder? Warte, er kann auch noch mein Auto reparieren, oder? Von einem Polizist, der da steht. So, da haben Sie die 10.000, da. Ja, ich glaube... Ja. Ich muss Ihnen aber leider noch ein Ticket geben, da Sie mir nicht liegen, da Sie eine Waffe haben, ohne Waffen zu reichen. Ein Liter, ich hoffe, das reicht für Kavala. Ist ja ein Witz. Ich werde das auffallen. Wie, haben Sie in meine Tasche einfach so reingeguckt, oder was? Also darüber müssen wir jetzt nochmal diskutieren. Was ist mit Behinderung der Polizeiarbeit? Also, jetzt bleib mal ruhig. Nein, wegen der Waffe ohne... Moment mal eben, Behinderung der Polizeiarbeit. Die Waffe war ein Geschenk meiner Oma und sie ist gar nicht mehr funktionstüchtig. Der geht mich. Was ist, wenn sie einfach die Waffe beschlagnahmen und dann ist das außer Welt? Sie können auch die Patronen und alles mit haben. Ich hab die einfach nur aufgehoben. Nee, Sie dürfen die Waffe ruhig behalten. Wie, ich darf die Waffe behalten? Ich hab doch gar keinen Waffenschein. Was macht denn das für einen Sinn? Ende der Klappe! Also, Sie dürfen mich beleidigen, aber ich darf Sie nicht beleidigen. Das ist ja, Logik. Ich glaube, der hat aber gerade geklaut.
Ja, der hat aber geklaut. Können Sie mal den Judas hier aus unserem Auto nehmen? Der hat auch eine Knarre. Was ist jetzt passiert? Wow. Hast du mich endlich schon... Herr Judas, was ist das für eine scheiß Bewegung? Der lebt ja noch! Was lebt ihr doch? Den Offroader reparieren. Der repariert unseren Offroader! Hör auf! Timo! Hör auf! Hast du schon? Nee. Der denkt ans Wiedergutmachung. Sowas nennt man freundlichen Polizisten hier. Da könnt ihr mal ein Beispiel dran nehmen. Der hat mich einfach so getasert! Sie haben heute keinen guten Tag, oder? Du hast aber auch echt Eier aus Stahl hier. Das ist ja ein Witz hier, Kollegen. Das ist ja Polizeigewalt. Das gibt eine Klage. Und das sage ich euch. Ich werde hier abgeschossen ohne Grund. Also das ist ja ein Witz hier. Ich meine, das... Ja, ja. Ja, ja. Aufpass mal bitte. Leck mich. Hab ich gehört. Er hat's gehört. Ach, da ist das Kart. Soll ich den mal einfach umfahren da im kleinen Kart? Vor wie habt ihr nicht gesehen? Ja. Dürfen die überhaupt auf die Straße? Scheiße! Alter! Ah! Alter! Nein! Wir müssen aus dem Map raus! Wir müssen aus dem Map raus! Wir fliegen wieder rein, Mann! Oh nein! Nein, wir gehen ins Wasser! Oh nein! Notarzt! Notarzt! Notarzt kommt im Boden! Scheiße! Alter, die Luft geschleudert. Oh mein Gott. Oh Mann, wir wären ja am gleichen Punkt wieder aufgekommen. Wir sind, ja. Wir sind von der Insel weg ins Blaue und auf einmal sind wir wieder über die Insel. Wieder ins Blaue. Weißt du, guckst du in den Himmel und dann. Roter Geländewagen. Mann, rot alles hier. Ja, der kommt nicht, ne? Ne, da kommt nicht. Was ist das für eine Scheiße? Oh mein Gott. Ich glaube, das ist nicht so gesund, Verfolgungsjagden. Nee. Das ist überhaupt aber nicht gesund. Ich würde mal sagen, deine Verfolgungsjagd war ja nicht so lang, ne? Ja, Witzbold. Okay, ja. Die war echt nicht lang. Ich würde sagen, meine war da schon ein bisschen besser. Sieht das denn? Sieht das denn, wenn man geflogen ist? Ja, natürlich. Okay. Wir haben nur gesagt, dass wir ein SUV, einen Geländewagen benutzen. Boah, gut. Wie du den benutzt? Hättest du dir ja vorher überlegen können. Also, ja, wir haben jetzt, glaube ich, einen Endstand von 1-1. Ne, du hast die erste Challenge gewonnen, ich jetzt die zweite. Richtig. Ja. Als nächstes würde ich sagen, kommt dann meine Einzel-Challenge. Richtig. Die ich natürlich auch gewinne und dann haben wir schon 2-1 und dann ja, sind wir für die träum weiter. Schwarz. Träum weiter. Welches Jahr haben wir? Ich glaube, wir schreiben das Jahr 2035. Ja, boah, das wäre echt nicht so. Sind wir doch in der Zukunft? Unser Offroader ist aber drauf gegangen. Ja, kommt ihr denn? 2015. Ich weiß nicht, ob das legal ist. Oh. Jetzt habe ich eigentlich so was Hässliches an. Weiß ich nicht. Guck dir mal meine Scheiße an. Eben hattest du noch was anderes an, oder? So sah ich eben aus. Ah, ja, genau. Ah, ja, hier! Hilfe! Du lebst ja noch. Ja klar. Hilfe. Können Sie ihm helfen? Gibt dir Kollege da gerade oder was macht er da so in der Stange? Nee, er versucht zu landen. Ich komme aus der Zukunft. Was ist das Table denn? Aus der Vergangenheit. Boah. Ich hab das legal. Alter. Und das so, da liege ich mir meine Brötchen los. So Stripper, die an der Stange sterben. Die Brille! Ich weiß nicht, ob das legal ist.
Wieso geht das denn überhaupt? Hat die was sagen die so? Gar nichts. Aber wir haben kurz geguckt und dann wieder weggeguckt. Jetzt hat der Tripper doch zugeschlagen. Was ist denn los mit dir? Wow, wow, ich leb noch! Guck mal, der Arm an dir!